Hi, ich bin Sarah, Exhibition Directorin der Equitana und möchte mit euch die Berufsvielfalt im Reitsport kennenlernen. Heute sind wir zu Besuch bei eHorses, die weltweit größte Verkaufspferdeplattform im digitalen Bereich. Und außer dem schönen Ambiente hier gibt es hier echt viel zu entdecken. Kommt mit! Hi Lena. Hi Sarah, herzlich willkommen bei eHorses. Dankeschön. Ja, was für ein schöner Arbeitsplatz hier, direkt am Pferd. Ja, tatsächlich. Man könnte denken, wir haben bei eHorses den ganzen Tag selber Pferde an der Hand, aber das ist nicht so, sondern ist ja alles digital bei uns. Trotzdem haben wir hier einen wunderschönen Arbeitsplatz. Wir sitzen hier auf dem Rittergut Osthoff und tatsächlich kann man bei uns natürlich nur digitale Ausbildungsberufe machen, aber man kann hier auch unter anderem Pferdewirt und Co. die Ausbildung machen. Und ja, ich freue mich, euch heute mal mitzunehmen und zu zeigen, wie wir hier bei eHorses arbeiten. Sehr cool. Ich freue mich auf den Arbeitsalltag am Pferd und trotzdem in der digitalen Welt. Perfekt. Dann lass uns loslegen. Gerade bei uns in der Entwicklung, weil Entwicklung heißt? Genau, die Programmierung, weil eHorses ist komplett selbst programmiert. Mhm. Das heißt, wir haben aktuell 7 Entwickler und hier sehen wir jetzt gerade 2 Kollegen. Nico macht seine Ausbildung hier bei uns gerade als Fachinformatiker in Anwendungsentwicklung und Pascal, gerade ganz frisch übernommen, Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Genau, das heißt, hier wird sozusagen die ganze Basis, das Fundament von eHorses geschaffen. Und hier geht es tatsächlich weniger um Stallgeruch, sondern tatsächlich um den ganzen Code, der hier geschrieben wird. Aber und ja, eigentlich das Herz von eHorses, weil wenn das nicht funktioniert, dann funktionieren die Verkaufsanzeigen nicht. Und es muss ja von der Basis aus aufgebaut werden. Das ist immer spannend, auch den Mix zu haben aus Personen, die vielleicht nicht so pferdeaffin sind. Aber das ist halt auch nicht das, was ein Muss ist bei uns, sondern ich brauche halt wirklich digital denkende Menschen, Programmierer, Online-Marketing-Experten und Co. Dann würde ich sagen, können wir jetzt mal weitergehen in die anderen Abteilungen. Sarah von der Equitana. Hi, ich bin wieder von eHorses, ich bin Trainee hier. Cool. Hi, ich bin Conny, ich bin Auszubildende hier. Und was macht ihr so jetzt gerade? Plant ihr irgendwie Kampagnen oder was ist euer Job als Auszubildende und Trainee? Na, meine Aufgaben sind vor allem jetzt die Push-Notifications. Mhm. Ich bin verantwortlich für unseren eDogs-Hunde-Podcast und ich mache das Influencer-Marketing für eHorses. Also wirklich sehr facettenreich. Und was macht so den Arbeitsalltag für euch bei eHorses aus? Also vor allem im Team ist es halt total cool, weil alle irgendwie total motiviert sind und total super zusammenarbeiten und das motiviert einen selber nochmal total. Ja, und seid ihr beide auch Reiterin? Ja. Ja? Okay, also verbindet ihr euer Hobby und euren Beruf quasi, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, und habt ihr irgendwie ein Lieblingsprojekt, was ihr im Moment betreut? Es ist, glaube ich, kein Projekt, aber ich drehe gerne TikTok-Videos oder bereite auch Instagram-Reels vor und das bereitet mir viel Freude. Danke, dann noch einen erfolgreichen Tag und hat mich gefreut, ein bisschen zu schauen, was ihr hier so lernen dürft. Vielen Dank. Dankeschön, schön, dass du da warst. Gerne. Ja, cool. Vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit, vor allen Dingen so in die ganze Datenanalyse. Ich habe gesehen, du bist ja jetzt schon relativ lange bei eHorses. Wie bist du denn überhaupt hingekommen? Also ursprünglich bin ich als Trainee gestartet im Bereich digitales Marketing, vor allem jetzt mit den Bereichen Suchmaschinenoptimierung und Data. Und genau nach dem Trainee bin ich als CEO und Data Manager hier bei eHorses geblieben. Und tatsächlich kürzlich wurde ich befördert zum Team Lead Digital Marketing. Cool. Und wie lange bist du schon da? Jetzt seit knapp 4 Jahren. Das ist aber auch ein cooler Weg in der kurzen Zeit. Ne? Also man merkt wahrscheinlich, hier Förderung steht ganz oben, richtig? Absolut. Also was ich vor allem schätze, sind die Entwicklungsmöglichkeiten, die man hier hat, dass man
in vielen Bereichen auch einfach die grüne Wiese bekommt, wo man sich austoben kann, neue Dinge entwickeln kann. Und ja, das weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen hier. Und kommst du auch aus dem Reitsport? Ich meine, es ist ja schon ein sehr reitsportlastiges Thema. Gut, jetzt die Daten, Zahlen, Fakten, die du mir gerade gezeigt hast, das sind am Ende immer noch Analysen, aber es hat alles immer rund ums Pferd zu tun oder hast du da gar keine Berührungspunkte? Ja, tatsächlich bin ich eher technisch unterwegs. Also ich habe jetzt nicht so die Überschneidungspunkte mit dem Reitsport. Ja, ich würde behaupten, dass ich mittlerweile die meisten Pferderassen kenne, aber Was ist deine Lieblingspferderasse? Der Haflinger. Der Haflinger? Ja. Ach, cool. Und dann nach dem Trainee war für dich aber klar, du bleibst hier, auch wenn du gar nicht direkt reitsportaffin bist. Genau, also der Digitalbereich hat es mir echt angetan, dass man halt so viele Dinge auch weiterentwickeln kann. EOS ist, glaube ich, auch einer der wenigen Unternehmen im Osnabrücker Raum, die jetzt so eine große digitale Reichweite weltweit haben. Und deswegen macht es halt umso mehr Spaß. Cool. Und wenn du jetzt sagen müsstest, so in deinem Team, jetzt bist du da Teamlead, was sind irgendwelche Fähigkeiten oder Skills, die man auf jeden Fall braucht, um da einfach in den Job reinwachsen zu können? Lernen darf man hier, das haben wir schon gehört, aber grundsätzlich muss man irgendwie zahlenaffin sein, statistisches Denken, Kreativität, was sind so die Sachen, die am wichtigsten sind? Ich glaube tatsächlich, dass die Mischung es macht. Also so ein gewisser Grad aus Zahlenaffinität und Kreativität. Ich glaube, da muss man jetzt auch nicht schwarz-weiß malen. Tatsächlich ist es so, dass unser Team auch eher kreativ handelt. Die anderen sind eher zahlenaffin und so die Kombination macht es letztlich. Jetzt sagst du natürlich erstmal so Zahlen, 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 Fakten, Fakten, Fakten. Schreckt vielleicht den einen oder anderen erstmal ab. Aber was glaubst du, du hast schon gesagt, ihr seid unfassbar transparent. Was erleichtert dir den Einstieg bei euch? Wir haben von den Kollegen gehört, man darf hier viel lernen und über sich hinaus wachsen. Aber es gibt ja immer so ein paar Eigenschaften, die gut sind, um überhaupt in so einem Umfeld zu wachsen. Tatsächlich ist es gar nicht die Voraussetzung, dass jeder total zahlenaffin ist am Anfang. Gar nicht. Da möchte ich keinen mit abschrecken. Sondern ich möchte jedem nur die Chance aufzeigen, wie spannend das ist eigentlich, sich dann mit Zahlen zu beschäftigen. Weil am Anfang, ich kann dir auch sagen, ich war überhaupt nicht zahlenaffin, sondern eher Marketing und kreativ. Und dann hat es mich aber total begeistert, dass du in dieser Branche die Möglichkeiten hast, wirklich alles zu messen. Okay, und das macht einfach Spaß, weil du siehst ganz schnell die Idee, die ich habe. Also von Anfang bis Ende, war das erfolgreich, ja oder nein? Und dann halt, und das ist uns wichtig, auch aus Fehlern oder Ideen zu lernen. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Und dann halt zu sagen, komm, das, was funktioniert hat, das versuchen wir jetzt zu skalieren in andere Länder und Co. Also ja, ich glaube, da geht es darum, also da muss keiner abgeschreckt sein, sondern sagen, hey, das ist ja ein Thema, da kann ich ganz viel lernen. Und, das muss ich auch sagen, es ist, glaube ich, auch sehr spannend, wenn man sich später auch woanders vielleicht bewirbt, wenn man natürlich die Erfahrung hat mit dem ganzen Google Data Studio und Co. Das ist einfach eine Erfahrung für viele Unternehmen auch außerhalb der Branche und ich finde auch mittlerweile innerhalb der Branche ein Must-Have, dass ich die Grundlagen im Online-Marketing kenne. Und das lernt man hier wirklich. Sollen wir mal gucken, ob hier wirklich jemand arbeitet oder wie Meetings aussehen? Kommt mal mit. Unser E-Horses-Alltag dreht sich natürlich nicht nur rund um die Themen Pferdekauf und Verkauf, sondern auch das Thema Versicherung spielt eine wichtige Rolle. Und wir sehen uns auch noch. Ja, eure liebevoll genannten Stallregeln, ich sehe direkt eine, sei stolz, du bist E-Horses. Warum bist du denn stolz, E-Horses zu sein? Ich muss sagen, ich bin stolz, weil ich weiß noch, als ich 2011 angefangen habe, kannte niemand E-Horses und jeder hat uns gesagt, ach, das wird sowieso nicht funktionieren, Pferde übers Internet zu verkaufen. Und mittlerweile ist es so, dass E-Horses 190.000 Mal im Monat gegoogelt wird und Pferd kaufen 40.000 Mal. Also das heißt, wir haben so ein bisschen Tempo-Zewa-Effekt geschaffen und das macht mich schon ein bisschen stolz, dass wir das über die Jahre aufgebaut haben. Ja, und du hast es gerade gesagt, mit dem Thema Customer Happiness. Das heißt, wir haben halt einmal das ganze Thema Marketing, Daten analysieren, wo ihr Leute für braucht. Ihr braucht im Bereich Entwicklung welche, aber ihr braucht auch Leute, die einfach unglaublich gut mit Kunden umgehen können, empathisch sind und gerne Kontakt zu Menschen haben, um da die Bedürfnisse zu erkennen, richtig? Genau. Und es ist auch wichtig, gerade an der Stelle Customer Happiness Personen zu haben, die auch wirklich die Pferdesprache sprechen, also Pferdisch. Ja. Ne? Weil viele Züchter, die wollen dann auch erzählen, das ist ein ganz emotionales Thema, wie ist die Stute oder wie ist das Fohlen gezogen und da auch ins Gespräch gehen zu können, das macht es einfach auch aus. Wow, also 30
30 Mitarbeiter über 25 Jahre aufgebaut. Da habt ihr wahrscheinlich auch viel Entwicklungs- und Lehrarbeit reingesteckt, oder? Auf jeden Fall, total. Und tatsächlich mit dem Thema Ausbildung sind wir, ist noch gar nicht so lange her, dass wir gestartet sind, aber so in den letzten Jahren haben wir jetzt bisher 7 Auszubildende ausgebildet, erfolgreich. Und wenn die dann in der Ausbildung bei euch sind, sind die 2 Tage in der Schule, 3 Tage hier oder habt ihr auch Homeoffice-Regelungen für eure Auszubildenden? Ja. Also seid ihr eher flexibel oder eher so ein bisschen, dass ihr sagt, alle hier an dem Standort, sonst funktioniert das Unternehmen nicht? Nee, wir sind total flexibel, würde ich sagen. Es ist so, dass die Schule natürlich in Osnabrück ist und abhängig von dem Lehrjahr, in dem sie sind, sind es dann 2 Tage oder 1 Tag die Woche Schule. Und da ist Homeoffice natürlich eine Möglichkeit, das wird aber in den Abteilungen oder in den Teams einfach untereinander besprochen und dann kann natürlich auch ein Auszubildender ins Homeoffice. Finde ich jetzt auch wichtig, dass der Azubi einfach Teil des Teams ist und nicht so, ah, du bist Azubi, sondern wir sind wirklich ein Team, wir sind alle E-Horses und das ist uns einfach extrem wichtig. Egal, ob man Praktikant ist, Azubi, Trainee oder Geschäftsführer, ich sehe uns alle auf einer Ebene und wir alle zusammen machen den Erfolg von E-Horses und E-Dogs aus. Ja, sonst hättet ihr nicht einheitliche Stahlregeln, die für alle gelten. Genau, total. Cool, Lena, vielen, vielen Dank für den Einblick in euer Unternehmen und den spannenden Tag bei euch. Ja, schön, dass du da warst. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gesehen, was hier so passiert. Auf jeden Fall und vor allen Dingen das super aktive und kommunikative Team kennengelernt. Aktiv, vielleicht auch nochmal spannend. Also wenn du wiederkommen willst, kann ich dir empfehlen, jeden Dienstag um 17 Uhr haben wir hier auf der Wiese einen Personal Trainer, damit alle ein bisschen ins Schwitzen kommen. Ne? Und mental. Macht ihr mit allen zusammen? Ja, genau. Also machen natürlich nicht immer alle mit, aber genau. Und bei Wind und Wetter sind wir hier draußen und lassen uns eine Stunde richtig durchquälen. Das spricht sehr für euer Team. Spannend. Ich überlege es mir, ob ich wiederkomme. Okay. Da ist die Anreise ja doch ein bisschen weit. Aber wenn auch du so coole Arbeitgeber wie eHorses kennenlernen möchtest, dann komm am 12. März 2025 auf die Equitana zu unserem Berufsbildungstag.